Thema heute: Muss ich neue Spiele sofort haben, weil sie mir sonst später keinen Spaß mehr machen würden? Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem weiteren T-Talk-Thema. Ja, heute habe ich Basisch und Vital hier in der Tasse und es steht hier drauf: Steile Berge erklimmt man im ruhigen Schritt. Ich glaube, das passt ganz gut zum Thema. Gleich mal hier einen Schluck. Und zwar, ja, wie ich schon gesagt habe im Intro, es geht hier um Neuigkeiten, neue Spiele, die man sofort haben will. Und ich habe immer so mal dieses Gefühl, dass wenn jetzt irgendein neues Spiel kommt, ne, es gibt ja diesen Cult of the New, ne, den wir ja sehr wohl pflegen, vor allem als Kickstarter-Backer, sage ich mal. Und man möchte irgendwie so auch die Neuigkeiten spielen, bekommt natürlich auch die Neuigkeiten von den ganzen Spieleherstellern und Verlagen und wie auch immer. Und man freut sich dann auf neue Sachen. Natürlich, alte Spiele sind genauso gut. Wir spielen ja sehr oft auch alte Spiele, aber es gibt halt auch viel neues Zeug. Ja, und da ist es doch irgendwie so, jetzt auf der Messe hat man wieder so neue Sachen gehört und denkt man, irgendwie will ich das jetzt haben. Ja, also ich will das irgendwie jetzt spielen. Und auch weil es neu ist, vielleicht auch interessant ist, ja, man hört auch viel Gutes über manche Sachen und denkt sich, also gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Ruinen von Anak. Ja? Ich will das unbedingt haben, weil das klingt irgendwie total fantastisch. Ich liebe Indiana Jones und man hat überall sehr viel Gutes gehört. Und bei so Sachen, die halt neu sind, da stellt sich mir immer die Frage, will ich die Sachen auch noch spielen in 2-3 Monaten? Ja? Nehmen wir an, die Ruinen von Anak kam jetzt im Oktober raus, ja. Und es heißt, ja, du kriegst es dann zu Weihnachten im Dezember. Ich denke, die Zeit ist dann nicht so lange, aber man denkt sich halt auch, will ich es da noch spielen? Weil es ist ja aktuell im Oktober interessant. Und da weiß ich auch nicht, ob das so eine gewisse Ungeduld da ist, ja, und auch, dass man so typisch wie diese, wie soll man sagen, diese verwöhnten Menschen, die jetzt sagen, ich will jetzt sofort haben, ja, jetzt sofort will ich haben. Ich glaube, so kann man das nicht unbedingt sehen, aber man hat halt einfach dieses Interesse, dieses Feuer, ja. Ein kleines Beispiel, ich lege mal meine Tasse weg. Ich habe ja beim Tainted Grail mitgemacht, ne? Beim Tainted Grail Kickstarter, und da gibt es ja dieses, was Awakened Realms hauptsächlich macht. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Kickstartern auch so ist. Ich habe es nie so richtig wahrgenommen, und es gibt ja Wave 1 und Wave 2 Shipping, also beziehungsweise eine Aufsplittung des Versendens oder der Ware an sich, ja. Das heißt, Tainted Grail, ja, man sieht es hier. Tainted Grail wurde quasi in der Basisversion fertiggestellt, und wer dann quasi dieses Two-Wave-Shipping gemacht hat, hat quasi das Spiel in einer, ja, in dieser Version hier sozusagen zugeschickt bekommen und bekommt dann quasi den zweiten Teil später. Das hat natürlich den Nachteil, dass man zweimal Shippingkosten zahlen muss. Ja? Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel mehr das dann ist, aber es sind halt zweimal Versandkosten, die auf euch zukommen. Allerdings finde ich eigentlich ganz cool, dass man dann quasi das Basisspiel hat, mit dem man sich beschäftigen kann. Und wenn man das dann ja, so ausgiebig gespielt hat, dann kann man sozusagen auf die Erweiterungen oder was es dann halt noch als Exklusivzeug noch mit dazu gab, sich freuen und dann nochmal das vielleicht aus dem Schrank holen. Ja, was hat Dennis gemacht? Das hat mich so fasziniert, mit Michael zu spielen. Und ich hatte ganz am Anfang eigentlich so die Idee, ich frage mal einen anderen Freundeskreis,
die jetzt mehr so Rollenspieler sind und habe gedacht, okay, ich will das unbedingt, wenn ich das habe, mit ihnen ausprobieren, um dann halt mal den Vergleich zu haben, wie sich das Spiel spielt, wenn jetzt Rollenspieler das spielen, ja, weil es ja eigentlich mehr so ein Brettspiel ist, was aber so Rollenspielelemente drin hat. Und dann dachte ich mir, hey, ich will das irgendwie jetzt haben. Dann dachte ich, ich warte nicht auf meinen Kickstarter, der dann irgendwann in Ewigkeiten kommt, sondern ich will das irgendwie jetzt spielen, weil ich jetzt die Lust habe und die haben auch gefragt, wann wir wieder was zocken. Dann dachte ich, ah, irgendwie habe ich jetzt Lust drauf. Dann habe ich eine super Aktion erhascht und habe mir gedacht, okay, ich hole mir das Basisspiel mit dem super günstigen Preis. Und wenn dann meine finale Version kommt, dann schaue ich mal, dass ich die irgendwie wieder an Fans loskriege, ja. Zumal es ja die deutsche Version ist, die auch noch mal ein bisschen gedauert hat. Und da stellt sich mir die Frage, wieso habe ich das gemacht? Das ist irgendwie total, total übertrieben irgendwie. Aber kennt ihr das vielleicht? Dass ihr auch vielleicht die Angst habt, dass vielleicht Spiele, die euch jetzt gefallen, später irgendwie nicht mehr interessieren. Also ich habe das auch bei Videospielen ab und zu. Ich habe mir jetzt vor kurzem XCOM, das ist schon ein bisschen länger her, wieder ein paar Monate, da gab es dieses XCOM-Bundle, jetzt für die Videospieler. Das ist halt auch ein älteres Spiel, gab mehrere Teile und da gab es halt so ein Bundle. Habe ich mir geholt, war nicht teuer. Ich habe es bisher nicht gespielt. Ich hatte irgendwie Lust drauf, auf diese Art von Spiel, weil ich die halt voll mag. Und man weiß, dass es halt ein Klassiker ist, die halt auch so gut ankam und so. Und ja, für mich ist das, okay, ich hab's jetzt, ab und zu habe ich mal Lust drauf, aber ich habe mich noch nicht dazu gerungen, es zu spielen. Ich glaube, damals, wenn das neu gewesen wäre und das auch gerade jetzt voll im Feuer, dann hätte ich es wahrscheinlich eher gespielt. Und das habe ich halt oft bei Videospielen das Problem. Aber ich muss sagen, es gibt auch andere Beispiele, ja. Hier zum Beispiel, warum sind die mal alle so schwer? Nemesis, ja. Ich habe halt die deutsche Version gebackt und das hat sich halt ewig verzögert. Und irgendwann, ja, kam es dann super verspätet sozusagen an, die deutsche Version. Und dann dachte ich, komischerweise habe ich immer noch Lust, es zu spielen. Habe es dann gespielt und das war mein Highlight des Monats in dem Aufgetischt, ne? Also, das ist ein Spiel, das zu dem Zeitpunkt, wo es irgendwie alle schon gehabt haben und ja, ist so geil und ich saß nur da und denke, ich will das auch spielen. Wie so ein kleines Kind, ne? Fühlt man sich da als. Warum habe ich das nicht? Und ich wurde nicht enttäuscht, ja? Dieser Sitzsack gemütlich, aber doch irgendwie verformt er sich mal. Ja, das gibt's halt auch, ne? Ich meine, ich feiere das Spiel, ich finde es super und im Endeffekt ist mir das Warten jetzt schon wieder egal, ne? Weil ich habe zwar länger dafür gebraucht, ihr habt auch das Video erst später dann gesehen bei uns, aber ich finde es geil, es bleibt in meiner Sammlung und ich habe mich drauf gefreut, ne? Jetzt halt die Frage an euch. Habt ihr auch so oft öfter mal das Gefühl, dass ihr denkt, Scheiße, irgendwie interessiert mich das jetzt, genau jetzt, weil viele davon reden und ich jetzt Bock drauf habe, ich muss das jetzt haben, ne? Jetzt kommt wieder das gleiche Spiel. Ich habe mich jetzt wieder geärgert. Etherfields. Ja, Etherfields erscheint halt jetzt bei allen, ne? Und da habe ich halt irgendwie geguckt, Mist, ich habe schon wieder One-Wave-Shipping. Jetzt haben die mir gesagt, bis drittes Quartal 2021. Das heißt, ich muss bis nächstes Jahr Herbst wahrscheinlich warten, bis Etherfields bei mir in der Komplettversion ankommt. Oh, ich habe es schon wieder vergessen, aber jetzt ist es wieder da und ich muss sagen, das regt mich schon so ein bisschen auf, ne? Ich meine, da hört man ja auch nur Gutes, dass es richtig geil sein soll und ich denke mir dann auch, andererseits, wieso soll ich dann noch mehr Geld dafür ausgeben, nur damit ich es früher habe, ja? Weil dann zahle ich, keine Ahnung, $40 Shipping-Costs, ja, anstatt jetzt 20 oder was weiß ich, ja. Ich weiß halt nicht, es ist so schwierig für mich. Was meint ihr? Wie denkt ihr darüber? Weil ich bin dann echt am Überlegen, ob ich dann beim nächsten Mal tatsächlich, damit ich es halt einfach früher habe, aber ich finde die Idee eigentlich auch nicht schlecht.
dass man das Basisspiel schon mal hat. Und wenn man dann merkt, das ist doch nichts für mich, ja, dann kann man das vielleicht doch noch schnell loswerden, weil es halt gerade neu ist, ja. Und es hat halt den anderen Effekt, dass man eben das Grundspiel einfach mal spielt, weil wenn man die ganzen Expansions auf einmal bekommt und was weiß ich nicht alles, ist man eh überfordert und das wandert erstmal in den Schrank, ja. Deswegen finde ich die Idee von diesem Two-Wave-Shipping eigentlich gut, aber die Versandkosten, das ist halt das, was, ich meine, die Kickstarter sind eh schon so teuer und dann muss man das halt, ja, muss man halt die Kosten halt angehen, ja, oder ob man das halt will oder nicht, ja. Ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, wäre Ankh, ja, das neue Spiel von Simon Games. Das habe ich ja in Tabletop Simulator, glaube ich, war es, gespielt. Ich fand es super, ja. Dann habe ich den Kickstarter mitgemacht, finde ich voll geil und so. Und dann denke ich mir, das ist ja Englisch. Ich meine, es stört mich nicht. Und es wird aber, ich glaube, bei Frosted Games, ich weiß nicht genau, ich blende es ein, falls es falsch war. es wird auf Deutsch erscheinen. Vielleicht kriegen wir es auch als Rezi-Exemplar, ich weiß es nicht. Da ist jetzt so die Frage, ist es da auch so, dieser Reiz, ich will der Erste sein, der das Ding in den Händen hält, aber manchmal verschieben sich ja auch die Kickstarter und dann steht es schon bei den anderen irgendwo im Regal, das war ja auch schon, ne, Western Legends, ne? Und was weiß ich nicht, alles passiert. Aber ist es dann wirklich so dieses Gefühl von, ich muss da jetzt dabei sein? Ich meine, andererseits unterstützt man ja die Leute auch. Aber so das Gefühl, man könnte was verpassen oder man will dieses Feuer, hat Angst, dass dieses Feuer erlöscht oder erlischt. Ja, wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr das oder sagt ihr, das ist irgendwie völliger Humbug oder du spinnst ja oder ich weiß nicht. Schreibt es mal in den Kommentaren, würde mich irgendwie brennend interessieren. Ist halt jetzt mal mehr ein, ja, mehr glaube ich, vielleicht auf Kickstarter bezogen, wobei auf normale Spiele ist das ja genauso, ne? Vielleicht kann man es nicht erwarten und kauft sogar vielleicht den Vollpreis, ja, ebenso auch auf der Messe, ja, in Essen. Ich meine, da kann man ja auch warten, ob da vielleicht jetzt ein paar Wochen später das Ding irgendwie günstiger im Laden ist oder ja, vielleicht halt einen Geburtstag oder einen Weihnachten abwarten oder nein, man holt es sich einfach jetzt zum Vollpreis, weil es mich jetzt reizt. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie es da euch so geht, ob ihr das kennt, ob ihr das auch so habt oder eben nicht. Ja, in diesem Sinne, das war's von mir mit dem Tea Talk. Vielleicht sollte ich das mit einem ruhigeren Schritt angehen und einfach mit den Sachen zufrieden sein, die da sind. Ist ja auch so, ne? Man hat ja genug zum Spielen. Und aber ja, Neuheiten sind halt immer interessant, vor allem wenn sie so anders sind, ja, und irgendwas Neues in den Topf werfen, dass man irgendwie auch als Brettspiel-Suchti unbedingt hier jetzt ausprobieren möchte, um natürlich auch euch davon zu berichten und zu schauen, was da in der Industrie so alles los ist, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich trinke jetzt meinen Tee noch zu Ende und das war's mit meinem Tea Talk. Bis zum nächsten Mal wieder. Bye bye. Ah, Abo und Glocke vielleicht nicht vergessen, ja? Daumen hoch gerne noch und jetzt aber. Bye bye.